Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben uns hier gerade mal einen Gleitfisch gekocht. War lecker. Also diese unglaublich lange Gang hier hinten. Schon ein Träumchen. Und aus dem Quarz können wir uns, glaube ich, ein bisschen Glas machen. Machen wir mal gerade eben schnell. Glas. Bitte mach mich Glas. Mach sie Glas mich. So, wir können entweder ein Fenster bauen oder den Fisch hier drüben einfach mal aufsammeln gehen. Du armer Fisch. Komm mal her. Ich wollte gerade sagen, wir können doch hier nicht durchschwimmen. So, wir könnten jetzt hier drüben ein Glas reinmachen. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Ich frage mich jetzt gerade, können wir auf dem Boden eigentlich Verstärkung anbringen? Nein, können wir nicht. Genauso wenig wie an der Decke. Aber möglicherweise können wir da Gläser anbringen. Ja, das können wir nämlich. Nach unten weiß ich gerade gar nicht. Ne, nach unten können wir das nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir lassen jetzt gerade mal den Konstruktor natürlich nicht hier, denn wir wollten hier drüben den Schrank fertig bauen. So, ein Glas haben wir noch. Das ist natürlich ein Glas zu wenig. Wir benötigen Dinge. Wir benötigen ganz dringend Dinge. Wir müssen mal gucken. Das wollte ich nicht. Fisch, komm raus. Du bist umzingelt. Wir wollten. Ganz gut, mal eben hier schon mal das... Was für viele Fische wir schon discovered haben hier. Das ist quasi ein Discoverett. Ich weiß, dass der schlecht war. Jetzt hört doch auf, wenn man hier zu ziehen. Ich kann doch nichts dafür. Wir haben auch kaum noch Platz hier drin. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier am besten noch so verbauen. Achso, wir sind voll. Ich bin schon voll in der Hobbits. Hör mal, das ist schlimm, ist das. Wir haben eine Batterie haben wir hier noch. Wir haben Silbererz. Wir haben Silikon. Ich glaube, mit dem Kupfererz müssen wir auch nochmal was machen. Ich hoffe, dass sich dieser Affe mit dem Motorrad jetzt gleich mal irgendwo um den Baum wickelt. Ich weiß, normalerweise sagt man sowas nicht, aber das ist wieder so ein typischer Fall von der ballert mal ganz kurz eben mit locker 70, 80 Sachen durch eine 30er-Zone. Und Entschuldigung, da ist bei mir so, weil ist ja bei mir der Punkt erreicht, wo ich diesem Menschen den Tod wünsche. Ganz einfach. Und zwar nur dem und nicht noch mit irgendeinem anderen Verkehrsteilnehmer. Weil das sind nämlich dann normalerweise die Leute, die dann irgendwo einfach lang hämmern und irgendeiner rauskommt und nicht mehr bremsen kann. Weißt du, und dann ist der Autofahrer auch noch zu einem guten Teil schuld. Ne? Weil er ist ja der stärkere Verkehrsteilnehmer. Nur weil so ein Affe meint, mit Vollgas irgendwo durchwichsen zu müssen. Entschuldigung, ich kriege bei sowas eine Krawatte, ey. Da sind wir wieder bei dem Thema, warum zur Hölle meint die nette Polente eigentlich, so verdammt wenige Kontrollen zu machen. Ich meine, hallo. Ja, wir haben dafür kein Personal, das kostet ja auch alles Geld. Entschuldigen Sie bitte, aber wenn ich mal einfach ganz grob einfach nur mal drüber rechne, wenn mal deutlich mehr Kontrollen gemacht würden, jeden Tag, an allen möglichen vielbefahrenen und auch meinetwegen unfallreichen Kreuzungen oder auch in anderen Bereichen, jeder eingesetzte Polizist finanziert sich von selbst. Oder einfach nur an irgendeine Straßenecke stellen und einfach mal fotografieren, wie viele Leute telefonieren. Fotografieren, Nummernschild dabei, zack, dran. 150 Tacken, ein Punkt in Flensburg. Bums. Jedes Mal, wenn ich mit einem Bulli durch die Gegend fahre, und das mache ich beruflich viel. Es ist unglaublich. Man kann keine 2 Minuten fahren, ohne dass man wieder irgendeinen am Telefonieren sieht. Und ich frage mich nach wie vor, warum tut man das? Ich meine, man merkt doch selber, wie scheiße andere Leute fahren, wenn man sieht, dass die am Telefonieren sind. Die eiern rum, die fahren mal zu langsam, mal zu schnell, komplett unkontrolliert, übersehen irgendwelche Sachen. Sehen die sowas selber nicht, dass man dann einfach nur noch beschissen fährt? Haben die Leute kein Verantwortungsbewusstsein mehr oder was ist das? Das ist wahrscheinlich wieder einfach nur dieses typische Ich. Alles andere ist egal. Ich. Hauptsache ich. Ich bin so wichtig. Wahrscheinlich meistens so ein Muttchen, weiße. Was mit ihrer Freundin quatschen muss. Ja, du, ich muss, komm halt 5 Minuten später zum Friseur. Die Ampel war gerade rot. Und die zweite, da bin ich ja schon extra über rot drüber gefahren, damit es nicht ganz so spät wird.
So eine Pisse ist er doch. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen ausfallend geworden bin, aber ich kann mich da unglaublich drüber aufregen. Weil sowas einfach nur total unnötig ist. So, jetzt bin ich total raus. Ich wollte irgendwas bauen. Ich wollte irgendwas bauen, um mich abzuregen. Ich habe einen Konstruktor. Nee, ich wollte. Wofür brauchten wir denn dieses wichtige Ding? Tor. Ich weiß es leider gerade gar nicht mehr. Wir haben immer noch keine Schwimmflossen, ne? Zweimal Blei, das ist natürlich schon mal echt ein Happen, ey. Kabelsatz und Silikon. Thermometer wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Erweiterter Kabelsatz. Gold mal 2. Oh. Silbererz mal 2. Silbererz. Hier für ein Computerchip brauchen wir das. Da ist ein Fisch vorbeigekommen. Dachte ich zumindest gerade. So, da können wir uns mal ganz kurz eben, wo wir gerade beim Fisch sind, und mal eben schnell was braten. Kochen die jetzt mal einfach ganz schnell eben alle durch. Und hauen uns die auch mal eben alle schnell rein. Wart weg, dat weg! Und ein bisschen was können wir die, glaube ich, auch in der Tasche halten. Oder wir essen sie einfach auch, damit das Wasser hochgeht. Wir essen einfach so viel Fisch, bis wir wieder kotzen, weil wir so viel gegessen haben davon. Aber das macht ja nichts. Wir gehen mal ganz kurz eben hier in das neue Biom, was wir da gefunden hatten. Ihr erinnert euch vielleicht. Hier war doch gerade so ein Gary-Fisch, oder? Die waren doch, glaube ich, auch eine gute Mahlzeit, oder? Habe ich da schon wieder einen Denkfehler? Geht's auf jeden Fall erstmal mal kräftig nach unten, ey. Ich glaube, ohne Batterie brauchen wir den Spaß gar nicht erst machen. Das heißt, wir werden uns gleich erstmal noch mal ein paar Batterien schrauben. So, ich habe noch 9 Stück mitgenommen hier gerade. Das müsste ja gerade eben erstmal reichen hier. Da sind die Gary-Fische. Gary-Fisch! Komm zu mir, kleiner Gary-Fisch. Yay, ich mag Gary-Fische. Garys Fische mag ich übrigens auch. Der hat ein tolles Aquarium, der Gary. So, ich hoffe, wir haben genug Salz. Eins haben wir jetzt gerade gefunden. Schon mal, das ist ja schon mal etwas. Essen 12 hat. Na, der lohnt sich jetzt aber nicht wirklich. Ein herzhafter Snack, ja richtig. Der Gary-Fisch, der ist halt leider nur ein Snack. Tut mir leid, Gary. Guck mich nicht so drüber an. Womit wir wieder bei SpongeBob wären. Wir machen mal ganz kurz eben. Machen wir Silikon. Komm, wir machen mal. Nee, komm, wir machen. Doch, wir machen mal ein Silikon. Dann machen wir uns mal endlich gleich die Paddelquasten da. Und wir müssen eine Batterie machen. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Kupfer hier drin. 2 Stück, um genau zu sein. Das ist natürlich nicht die Welt. Aber was ist denn schon die Welt? Ich weiß es ja auch nicht. So. Jetzt waren wir Batterien fertig. Die eine haben wir ganz kurz eben reingeklemmt. Und die zweite haben wir hier in der Tasche. Das Zeug müssen wir noch mal ganz kurz eben hier zerrödeln in, am besten in Titan. Vielleicht machen wir gleich auch mal einfach eine andere Sortierung da drüben. Weil die kürzesten Laufwege sind ja bekanntlich die besten. Und deswegen gucken wir mal einfach, dass wir dann gleich hier mal das Ganze, die Grundsachen, die wir so brauchen, so einen Metallschrank zum Beispiel mal hier drüben machen. Weißt du? Dass wir hier sagen Metalle. So,
Zum Beispiel dieses Zeug hier, alles mal da rein. Brauchen wir jetzt ja gerade erstmal nicht, deswegen können wir das da reinschmeißen. Kupfer kommt dann auch da rein und so weiter. Und, ja komm, die lassen wir jetzt erstmal da drinne. Jetzt haben wir hier drüben schon mal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Den können wir dann irgendwann demontieren und woanders hinstellen. Oder einfach die Ressourcen für was anderes benutzen. Aber erst, wenn wir es weiter verarbeitet haben. Im Moment haben wir da jetzt no need for. No need for this. Yo. Chlor brauchen wir gar noch nicht. Seemotten. Wann können wir denn mal diese Seemotte eigentlich bauen? Ich habe ja keine Ahnung. Können wir die überhaupt schon? Vielleicht können wir die ja sogar schon bauen. Nö. Können wir scheinbar noch nicht. Nun gut, dann gehen wir nochmal hier drüben gucken. Und tauchen hier mal eine Etage tiefer. Diese Höhle ist mir irgendwie ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Kalt wird sie irgendwie. Oh! Ein Sandshark! Wir tauchen mal ganz kurz eben nach oben. Und gehen nochmal runter in die Tiefe. Verdammt, wo ist er hin? Da ist er hin. Ist gerade relativ unbeteiligt. Vielleicht reagieren die auch nicht sonderlich auf dieses... diesen Gleiter. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Könnte ja auch sein. Ich bin mir da jetzt natürlich nicht sicher. Emergency, 10 seconds. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg nach oben. So, dann gehen wir erstmal zurück in die Base, würde ich sagen. Bevor wir hier weitermachen, müssen wir erstmal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Da war so ein hässlicher Leecher. Habt ihr gesehen? Ach du Kacke. Hier geht's aber heftig tief runter, Freunde. Hier geht's aber heftig tief runter. Wow, und jetzt ein Sandshark nach dem anderen. Das ist ja komplett verpestet hier. Da ist der nächste. Da ist der nächste. Okay, man muss auf jeden Fall relativ nah ran.
Und sie reagieren dann auch auf jeden Fall. Das wissen wir jetzt also schon mal. Und da drüben hat es auf jeden Fall unglaublich viele von den Viechern. Die Frage ist gerade nur, wo sind wir hier? Ach, schon vorbeigeschwommen. Ich bin wieder ein bisschen blind. Wir müssen uns auf jeden Fall hier so eine Boje setzen, damit wir das wiederfinden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Subnautica wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Ciao.